Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Flying Green Station. Freunde, salutiert, hebt eure Flügel, schmiert eure Helme mit Fett ein, denn heute geht es weiter. Dicke Raketen, dünne Pinguine, fette Flügel, schöne Magiermäntel und Relikte aus alten Zeiten werden uns heute durch den Himmel tragen, hoffe ich doch zumindest. So, wir drücken mal die große Sprungtaste. Alter, hier ist eine Komplexität entstanden, ne? Das ist ja... Da stand mehr Sachen und mehr Obstacles und naja, egal. Erstmal ein kleiner Hitzesprung hier, um ein bisschen warm zu werden, ne? Ganz klar, easy going. Fliegen erstmal hier durch, bleiben auf der Höhe. Sieht ja ganz gut aus. Was haben wir letztes Mal? Ach ja, genau, wir haben so ein bisschen unsere Saugkraft erhöht, ne? Nee, nicht Saugkraft, sondern quasi Reloading-mäßig haben wir uns ein bisschen erhöht. Ah, hier, das ist eine schöne Höhe. Das ist eine schöne Höhe, ist aber auch eine gefährliche Höhe. Aber wenn wir hier schnell genug unterwegs sind, ne? Dann könnt ihr, wie man sieht, richtig schön hier durchbuttern. Und ich hoffe, dass uns das ein bisschen weiterbringt. Ja, genau. Albatros. Ich habe die Verfolgung der Ente aufgenommen. Ente, ich habe dich nicht verpasst. Vor allen Dingen jetzt, wo ich in der Urlaubsvorbereitung bin. Könnte es gut passieren, dass ich dich schneller einhole, als du denkst. Oh ja. Oh ja. Yeah. Am Ende wird es nur noch um ein paar Meter gehen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken. Naja, ich bin halt ein bisschen abgelenkt. Pinguine sind so attraktiv und glänzend. Und naja, ihr wisst, wenn man dann einmal erstmal den Schein des Pinguins verfallen ist. Boah. Es ist so ein blöder Fisch gewesen. Hätte ich den mal nicht eingesammelt. So, ramme ich die beiden Buben aber weg. Eigentlich habe ich ja jetzt super krasse Spawn-Rates bei den Fischen. Das heißt, es müssten ja übelst viele Fische kommen. Es ist halt immer gut, so gegen Ende noch so einen Fischi zu kriegen einfach. Aber dafür brauchst du halt eine gewisse Grundgeschwindigkeit, weil sonst bringt dir der Fisch halt auch nichts, ne? Dann rutscht er halt langsam vor dich hin. Kannst aber, hast dann leider nicht mehr die Möglichkeit, noch irgendwie an Speedo zu gewinnen. Es ist immer die große Frage, hält er durch? Hält er durch? Oder nicht? Was sagt der Helm? Der Helm sagt, ich bin noch da. Okay, kriegt vielleicht einen Crackle. Aber es macht uns nichts aus. Oh, Mann! Ich wollte diesen Fisch haben und dachte, okay, nimmst du jetzt dafür Helmbruch in Kauf? Und dann kriegt er den Fisch nicht. Gibt's doch nicht. Da. Ah, 24, ey, Mann. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Och, nee, und dann bounce der hier auch noch. Okay, wir konnten wieder so ein bisschen Speedo rausholen. Ich drück das doch mal weg. Komm, ich zieh alles runter. Ich zieh alles runter. Okay, Helm ist weg. Cape ist weg. Schlitz ist da. Hip, hip, hurra. Naja, okay. Da sind noch ein paar Sprüche dazwischen, aber egal. Wir holen uns gleich noch mal ein bisschen Wissenschaft. Okay, dann nehmen wir mal hier so einen steilen Winkel. Die drücken uns runter, aber wir wollen nach oben. Wir wollen nach oben. Und ich will hier oben bleiben. Wir holen uns ein bisschen unseren Speed zurück. Okay, okay. Es sieht doch ganz gut aus. Schön den Flügelschlag noch mitgenommen. Schnell und weit. Siehst du, da denkst du, 100 pro holst du dir da deine Baseflight-Time noch mal ein bisschen raus. Nix, nix gönnt er dir, ey. Kriegst du sogar noch einen Schlag auf den Helm. Und da kommt der Alba. Oh Gott. Aus gerade noch König des Himmels
wurde jetzt der Verlierer des... Ja, reimt sich, sage ich jetzt aber nicht. Ha, 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 ha. Kreis, du bist so vulgär und frivol. Warum sagst du immer so versaute Dinge? Weil ich ein alter Mann bin und die sind immer versaut. Muss man sich mit abfinden. So, schön, 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 schön. Ja. Ich meine, 10.000 sind ja mittlerweile eigentlich schon im täglich Brot, ne? B&B, sagt man. Bread and Butter. Man jeden Tag. Auch wenn ich nicht... Ich bin kein Butterfreund, muss ich sagen. Wobei ich jetzt neulich... Ich habe ein Rezept gesehen, wie jemand original Butterbier macht, aber mit einem Originalrezept von vor... Also jetzt nicht so ein Harry Potter Fake Butterbier, sondern schon so ein Butterbier, was irgendwie aus so einem Rezept von 1533 ist, so aus dem alten England, wo man aus dem Holzkrug mal einen leckeren Schluck sich genippt hat von einem guten Ale. Und ich bin drauf und dran, mir das mal nachzumachen. Aber ansonsten so Butter auf dem Brot und so, ne? Gibt ja Leute, die schmieren sich Butter noch unters Mett. Nee, das mag ich nicht. Aber in der Regel gilt, Butter macht alles leckerer, ne? Ich meine so, was wären Pancakes ohne Butter? Und ne, also nichts. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie ein Haferbrikett oder so. Aber so ein Pancake hat das dann nichts mehr zu tun. Vielleicht sehe ich auch ein bisschen deswegen so aus, wie ich aussehe. Aber hey, Leute. Weißt du, ich muss nicht mehr balzen gehen und so. Brauche ich nicht. Habe ich nicht mehr nötig. Oh, Mist. Komm, jetzt bei der Geschwindigkeit ein Fisch. Das wäre der Oberhammer, Leute. Das wäre wirklich der Oberhammer. Oh, Mist, da wäre er gewesen. Da wäre er gewesen. Ja, und jetzt haben wir die Chance vertan. Pinguin fatal. Wieso mache ich das? Wieso? Warum stehe ich mir immer selbst im Weg, wenn ich Glück haben könnte? Wo sind jetzt all die Fische hin, wenn ich sie brauche? Da hinten ist einer. Come on! Sehr gut. Wir sind auch schon wieder auf 30.000 Money. Fällt mir gut. Man muss natürlich immer die Statistiken und die Zahlen im Blick haben. Denn nur mit Statistiken und Zahlen kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Da ist er. Mein alter Rekord. Ganz leichtfüßig fliegt er vorbei. Holt sich nochmal hier die Bouncer. Holt er sich noch mehr. Da holt er sich noch mehr Bouncer. Da holt er sich noch ein bisschen Geld und noch ein paar Tornados. Galaktisch gut. Galaktisch gut, Leute. So, da geht der Helm flöten. Und da sind wir weg. Neuer Rekord, 16.000, Leute. Die 16 steht vorn. Yes, richtig gut. Es gibt halt schöne Erfahrungen. Aber überleben müsste man, ne? Dann kriegt man, hätte ich jetzt nochmal, ja gut, 10% ist nothing eigentlich im Gegensatz dazu, aber was soll's. Es wären nochmal ein paar Punkte mehr gewesen. Und bei 1000 Flügen macht das schon was aus. So, ordentlich Aura. Da holen wir uns den Schub, den wir brauchen. Ja, ganz knappes Ding, ja, ja. Hat nichts gebracht, die Aura diesmal. Ja, manchmal versuche ich es halt mit so einer kleinen, gut Glück, Mini-Aura zwischendurch. Aber wie ihr seht, ist es schon heftig. Es ist schon heftig, man muss da immer beibleiben. Aber die Ente war schon wieder in greifbarer Nähe, Leute. Ich meine, da muss man mal überlegen. Da nennt sich jetzt jemand extra bei Steam Ente. Nur um den alten Kreis ein bisschen zu trollen. Ja, 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 ja. Komm.
Den letzten Tornado mit dem letzten Flügelstoß. Flügel abgeworfen. Cape ist noch da. Schade. Aber überleg mal noch 20 Sekunden, ey. Das ist schon was, ne? Ein Drittel von einer Minute. Oh, es war ein Hard Bounce, würde ich jetzt mal behaupten. Ich will länger in der Luft bleiben. Okay, den da unten holen wir uns. Le Turbo! Nichts, nichts. Kein bisschen. Kein guter Schub, nichts. Ach, schlechtester Bubblefisch des Tages auf jeden Fall. Obwohl, wir sind noch nicht fertig, es können noch schlechtere kommen. Auch wenn es nicht sehr einfach ist, das nochmal zu unterbieten, aber. Wisst ihr, ich bin mal. Wir wurden mal angehalten mit dem Auto und durften dann nicht weiterfahren. Und dann hat er gesagt, okay, ausnahmsweise, ich war eh nur Beifahrer, das heißt, im Endeffekt war es egal. Aber der Fahrer durfte das Fahrzeug nicht mehr bewegen. Und dann sind wir halt hier so ein bisschen durch München gecruised, weil der Fahrer noch Blut abgeben musste. Und, ja, und dann haben wir so ein bisschen mit dem Polizisten geredet, so. Und der hat gesagt, gerade in dem Job sieht man Menschen, man glaubt, die Messlatte sehr niedrig zu sehen, ja. Für die Art von Menschen, die es gibt auf dieser Welt. Aber er hat gesagt, man lernt jeden Tag neue Leute kennen, die aufrecht und immer noch darunter hergehen können. Also. Boah, ich wollte mal so ein bisschen die Strategie so ein klein bisschen verändern, ne? Hat nicht so viel gebracht. Nicht so viel gebracht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber ich finde, Schuster, bleib bei deinen Leisten ist so ein demotivierender Spruch eigentlich, ne? Weil man muss scheitern, ne? Um wieder aufstehen zu können, um Neues aus diesem gelernten Fehler zu entwickeln und zu machen. Nur so geht's weiter. Wenn jeder Schuster immer bei seinen Leisten bleiben würde, ne? Dann dürften Frauen heute immer noch nicht wählen. Und das wäre echt blöd. Oh. Komm schon. Jetzt aber 7000 haben wir schon locker. Jetzt sind wir schon bei 8. Mist. Komm, der da. Der Fisch gehört mir. Yeah. Okay. Oh. Ah, gut, war jetzt nicht das Beste. Hart gebremst. Aber man sieht halt schon, wie sich die Leiste weiter spannt und dehnt. Ne? So. Das, wo wir früher gesagt haben, komm, lass uns mal 5000 schaffen. Schaffen wir jetzt mit den 10. Also es wird besser. Es wird besser. Wir haben definitiv eine gute Steigerung. Jetzt bräuchten wir halt nur ein bisschen mehr Glück. Ein bisschen mehr Glück. Nehme ich die Kiste noch mit, bevor wir uns hier ganz wegblasten. Da nochmal drüber und da nochmal drüber. Und da nochmal drüber. Geht doch gut ab, geht doch gut ab. Bisschen Geld von oben runterholen. Oh, Mist. Ich dachte, da kriege ich noch ein bisschen was raus. Jetzt muss man gucken, dass man hier so eine gute Balance findet zwischen Schub und Bounce. Okay, da ist, glaube ich, mein Helm gerade flöten gegangen.
Allerdings ist er da flöten gegangen. Huppala. Das war eigentlich so jetzt nicht geplant, aber hey. Oh, ein Hepp. Oh. Nur nicht fressen lassen. Ach so, und da kommen ja auch noch Eiscracks. Also, es wird doch nicht so leicht. Holen wir uns aber das Geld noch. Da holen wir uns noch das Geld. Bevor es dann jetzt langsam aber sicher zack auf den Eisschlitz zugeht. Puh, Alter. Ist nochmal 1500 Meter weiter, der Lump. Ne? Es ist schon ein kleiner Lumpi, muss ich ja sagen. Naja. Ich starte mal direkt durch. Ich könnte auf jeden Fall schon wieder Points kaufen. Das steht schon mal fest. Oh ja, oh ja. Aber man müsste rein theoretisch auch so ein bisschen das Money erhöhen, ne? Wäre mal eine geile Maßnahme. Sieht halt immer sehr schlecht, wo das hier enden soll. Oh, shit! Ah, habe ich panikmäßig ein bisschen zu viel gedrückt, haben wir viel Geschwindigkeit verloren. Viel, sehr viel Geschwindigkeit verloren. Okay, das war, was war das jetzt für ein Bounce? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Mist, genau am Ende vom Boost klackert er nochmal. Weg mit dir, Albatros. Ich nehme meine Macht und presse dich in den Boden. Tja, denn Pinguine haben was, was Enten nicht haben. Medichlorian. Ah, Mist, ich sehe auch keinen... Keinen bubbligen Fisch mehr in der Nähe. Oh, doch, da ist einer. Hey, Fisch. Aber seht ihr? Das meine ich. Da kommst du halt einfach nicht mehr weiter. Wenn du einmal richtig hart gebremst bist, da hilft dir auch der Helm nicht mehr. Oh, schade. Oder wie meine Tochter sagen würde, schade, Marmelade. Ja, das ist jetzt irgendwie ihr neuer Spruch. Sie sagt jetzt immer, schade, Marmelade. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Keine Ahnung. You received colorable eyes. Was ist das denn, Alter? Die weißen, toten Augen einer Ente. Die können wir doch nicht einsetzen, Leute. Ich bitte euch. Research Points. Ja, was machen wir jetzt? Aurora Wing Lift Force wäre vielleicht cool. Mehr Aircrate Chance. Ich erhöhe mal die Aircrate Chance. Und gebe einfach unser ganzes Geld aus. So. Explosive Launch. Air Drag Koeffizient. Crate Spawn. Das ist mehr Geld. Cape Health. Oder Wing Health. Mehr Wing Health. Und Wing Damage per Use. Rocket Force. Wir nehmen noch ein bisschen Rocket Force mit. Puh, okay. Ich würde sagen, letzter Sprung für heute ist angekündigt. All
Alter Pinguin, wo willst du hin? Wow. Oh. Aua. Alter. Okay, ob das jetzt so geil war? Ne, der Winkel war ein bisschen zu hoch, ne? Ich glaube, wir waren schon über 50 oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr genau gesehen. Come on. Mist. Was meine ich hier eigentlich? Hast du den Boden noch gar nicht berührt? Aber trotzdem. Wow. Wow. Speedo. Okay, okay. The nice. Oh, the nice. Oh, ich bin gekommen hier in die USA zu lernen fliegen. Wie Adler. Okay. Hüpf, 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 hüpf. Oh, war eine gebounzte. Hoppala. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Okay, das war Schrotto. Aber da siehst du halt einfach eine reine kurze Unaufmerksamkeit und der Tag ist gelaufen, Leute. Ach, das war Mist. Das war doch eigentlich schön hier. Mit 35 müsste man doch eigentlich ganz gut fliegen, oder? Okay, wir sind immer gut im Rennen. Wir sind auch gut im Rennen. Mann, 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 hier. Wir kosten hier den Saft der Götter, Leute. Wir lecken schon am Nektar. Okay, ist übrigens der letzte Sprung für heute. Habe ich das angekündigt? Weiß ich nicht. Jetzt kommt wieder Regelverstoß. Du hast den Sprung nicht angekündigt. Du hast zwar davor schon gesagt, letzter Sprung, aber dann war es doch nicht der letzte. Dann musst du das sagen. Das ist wie bei Uno. Sonst hast du verloren. Da musst du zwei Karten ziehen. Okay, Leute. Wir sind ziemlich flach unterwegs, ne? Oh, Breakable habe ich irgendwie freigeschaltet. 1000 Dinge zerbrochen oder so. Ja komm, wir sind bei 10.000 Meter und sind noch bei knapp über 60 Meter die Sekunde. Also wir könnten hier schon mal wieder leicht am Nektar kratzen, Freunde. Oh ja. Yeah. Im güldenen Pinguinsaft. Der Leidenschaft und der Energie. Shit. Oh nein, wohin? Oh, 20 Meter nur noch. Okay, da haben wir noch mal ein bisschen Saft rausgeholt. Da wollen wir weiter bouncen. Weiter bouncen. Da ist der Toilet Paper Guy.
Damit zum. Oh, ey, wie der Helm einfach immer diesen Eiscrack frisst. Beziehungsweise umgekehrt. Oh nein, da ist der Helm weg. Da ist der Helm weg. Jetzt müssen wir aufpassen. Da ist ein Eiscrackle. Ich hab da keinen Einfluss drauf, wo wir landen. Ich hab da nur so ein bisschen. Wir so ein bisschen Geld. Boosten geht hier nicht mehr. Eiscrackle, Vorsicht! Geld, Boost, Jump, Kram, Kiste. Ah, verdammte Tat. Okay, Freunde, zurück ins Basecamp. Kurze Verschnaufpause. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ja, ich wünsche allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Reingehauen und ciao.